Hallo Leute! Diese Formel muss neu überdacht werden. Sorry! Hey Leute, willkommen zurück zu Witcher. Und ja, wir sind gerade bei Kalkstein im Haus und wollen jetzt eigentlich einmal zum Gefängnis nochmal um mit Jethros, oder wie er immer auch heißt, reden. Denn der hat für uns noch ein paar Informationen. So, wo war der Kerker? Kräuterkundler, Kaufmann, Dorfhändler, Antiquar, Waffenschmied des Ordens, Lagerhaus. Shani? Da können wir auch gleich nochmal vorbeischauen. Ah, hier hinten ist der Stadtkerker. Aber wir gucken erstmal bei Shani vorbei. Achso. Tür zu Shanis Haus. Mal gucken, ob Shani zu Hause ist. Alt, grau und trotzdem ein Schürzenjäger. Ihr solltet euch was schämen. Alt, grau und eine Nervensäge. Ihr solltet euch schämen. Ach, scharfzüngig ist er auch noch. Geht, aber seid nicht überrascht, wenn sie euch erdolcht. Ach, Meine Quatsch. Güte. Alles los, Großmütterchen. Alt, grau. So ist es nicht, gute Frau. Charme bringt euch auch nicht weiter. Das Mädchen ist beschäftigt. Dann sagt ihr bitte. Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Sie würde sich gewiss nie verzeihen, dass sie so ein Ungeheuer großgezogen hat. Aber. What? Was? Wie jetzt? Nochmal. Willkommen, Süßer. Trinkt eine Tasse und leistet einer alten Frau Gesellschaft. Was? Ich muss gehen. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. In Stiefeln! Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Aber. Was? Okay, also jetzt bin ich richtig verwirrt. Na gut, dann gehen wir erstmal nicht Kein in Grund zur Eile. Charnys Haus. Mal sehen. Geschmeide und Tand, was immer ihr braucht. Was verkauft ihr denn? Schmuck, Zierrat für die Damen, Edelsteine. Kann nicht was verkaufen, was Unnützes. Anscheinend nicht. So, er ist ein Bauernhändler. Bei ihm aus. Braucht ihr etwas? Okay. Auch das nicht. Was wollt ihr? Fleisch, Brot, frische Milch. Okay, hier kann ich zumindest Bücher verkaufen. So. Und Buch des Waldkauzes. Gut, das reicht erstmal. So. Dann suchen wir jetzt Die den anderen haben Kerker. Mühe. Der Kerker müsste ja hier hinten gewesen sein. Zu Ich vergeude meine Zeit. Thales Haus. Na, da gucken wir später rein. Nee, ich will in die Tür rein. Oder in den Kerker rein. Zu Chef Jethro. Verdammt, ist das stark. Was ist stark? Das geht euch nichts an. Ich wollte doch nur.
Habt ihr eine Erkältung? Ihr seid recht unerfahren. Erfahren genug, um zu wissen, wie man Fistech am besten einnimmt. Man schiebt die Haut zurück und reibt. Ihr seid recht unerfahren. Na, da, wo man die Haut zurückschieben kann, Jesro. Solltet ihr Fistech bei Coleman im haarigen Bären kaufen? Sag nicht, dass ich euch schicke. Ja, wo kann man über die Haut zurückschieben? Oder verschieben, oder was auch immer. Warum wurde der Professor aus dem Gefängnis entlassen? Der hat mächtige Freunde. Lasst euch das eine Warnung sein. Erzürnt niemanden, der mächtiger ist als ihr. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein? Und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geldsäckel herumwedelt? Hey! Ihr steht nach wie vor unter Beobachtung. Außerdem hat jemand die Kaution für ihn gestellt. Völlig legal. Wer war der Wohltäter? Keine Ahnung. Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank überwiesen. Kann man nicht zurückverfolgen. Wechseln wir das Thema. Ich kriege Ärger, wenn ich mit euch darüber rede. Ein bisschen Zuckung, ey. Ich habe Fragen. Fragt. Wisst ihr etwas über den gefangenen Salamander? Warum sollte ich euch das verraten? Der Hauptmann würde mich töten. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Pulver, habe ich so ein komisches Pulver? Ich muss etwas Fistech holen. Da habe ich doch. Aber ich brauche nur einen. Bei gutem Fistech sage ich niemals nein. Erzählt mir etwas von dem gefangenen Salamandra. Aber... Ich weiß doch kaum etwas. Wo ist er? Er wurde in Majorans Krankenhaus gebracht. Danke. Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Vielleicht, aber nicht heute. Bevor ich in die Kloaken runtergestiegen bin... Irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich Thaler? Ich markiere die Stelle auf eurer Karte. Aber tötet ihn nicht. Wir haben eine Abmachung mit ihm. Diesem Laster solltet ihr abschwören. Vielleicht, aber nicht heute. Adieu. Alter Schwede, ey. Gut, dann müssen wir jetzt zu Thaler. Den haben wir auch gerade schon gesehen. Zumindest seine Hütte. Hier lang. Und hier. So. Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Ja, gucken wir doch mal rein. Ne, ich hab da nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und er selber, Rune der Sonne. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Okay, das ist lecker. Also, woher habt ihr das Schwert? Was springt für mich raus? Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot.
Ich habe seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Okay. Habt ihr von den Salamandra gehört? Pisse gurgelnde Reptilien, hab von denen gehört, aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich hab keine Ahnung. Alter. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Wie kommt ihr an Berengars Besitz? Scheiße, ich bin Hehler. Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Lasst mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berengar, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Ihr. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Und der Name Berengar sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Überzeugt mich nicht. Ihr habt Beziehungen zur Wache. Das könnte für Azar wertvoll sein. Verdammt gefährliche Zeiten. Ich muss vor den Salamandra beschützt werden. Daher mache ich mit den Wachen Geschäfte. Sagt ihr. Ich bezahle Vinzenz Dorftrotteln ein paar Münzen und die sorgen für meine Sicherheit. Mir reicht's jetzt. Auf Wiedersehen. Klingt glaubwürdig. Irgendwie. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Na also, ein echter Meisterspion. Bei den Eiern meines Köters, ihr seid ein analytisches Genie. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Okay. Jetzt müssen wir auf alle Fälle in die Taverne, um da mal uns umzuhören. Wo war die? Vinzenz Posten? Ne, da wollen wir nicht hin. Wo haben wir das Gasthaus? Da ist das Gasthaus. Dann gehen wir da mal hin. Die Dialoge, die sind echt eigenartig hier. Heftig. Laufe ich hier richtig? Die Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja. Habt ihr den Großmeister gesehen? Waffenschmied des Ordens, Kaufmann des Ordens, Infanterist des Ordens, Allgemeinerorden. Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. So, noch mehr Ritter. Okay. Totengräber. Bin ich schon zu weit gelaufen? Ich bin schon zu weit gelaufen. Hä? Ach so, ich hätte hier abbiegen müssen. Alles klar. Ja, mit dem Totengräber wollen wir noch nicht reden. Wir wollen erstmal in die Taverne gehen. Und hier entsaufen. Und mit den Leuten reden. Okay, dann komme ich nicht runter. Was ist das denn? Aber hier komme ich lang. Unglaublich. Visima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Der war gut. Bockfleisch. Endlich Boxfleischhaus. Eine solide Mahlzeit. Okay.
Hallo, Carmen. Für dich komme ich später. Lagerhaus. Wie will, soll er sich's verdienen? Oh, das tut weh. Okay. Wer da? Nur ein Hexer. Nur? Geralt, seid gegrüßt. Was ist passiert? Eine Machtdemonstration. Sie haben ein Fenster eingeschlagen und Coleman 3 Bolzen in den Wanst gefeuert. Sie haben Bolzen mit Streuköpfen verwendet, eine Spezialität der Hafgar und vollkommen illegal. Wer hat ihn getötet? Die verdammten Scoia'tael. Jetzt wird man ihn als guten Mann hinstellen, der alten Damen über die Straße geholfen hat. Ich spüre schon ein Pogrom heraufziehen. Diese verdammten Pisser haben eine Liste ihrer Feinde erstellt und damit begonnen, sie zu eliminieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Warum Coleman? Wut? Rache? Wahrscheinlich hatten ein paar junge Elfen eine Überdosis. An einem Bolzen war eine Notiz befestigt. Händler des Weißen Todes. Er hat Fistech an Kinder verkauft, billiger als alle anderen. Ihr wisst ja, wie schnell man davon abhängig wird. Mich überrascht, dass sie in der Stadt zugeschlagen haben. Sie fühlen sich stark, jetzt, wo sie Waffen haben. Irgendein Narr hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Ich verdächtige Haren Brock. Was für schreckliche Zeiten. Eine Splitterspitze. Dringt als Ganzes in den Bauch ein, tritt in 3 Teilen am Rücken wieder aus und zerfetzt dabei die inneren Organe. Eine Spezialität der Hafgar. Nutzlos gegen gepanzerte Soldaten. Sie zersplittern bereits an der leichtesten Rüstung. Sie werden benutzt, um Zivilisten zu töten, als grausame Warnung für andere. Ich weiß, woher die Waffen stammen, mit denen Coleman getötet wurde. Ich muss solche Situationen vermeiden, neutral bleiben, mich nicht einmischen. Ich weiß, wer billiges Pulver hat. Suche mir Kunden und werde reich. Unsinn. Es geht über nichts, über Raubüberfälle. Raubüberfälle? Verprügelt einen Kerl und nimmt sich, was man kann. Das ist natürlich nicht so cool, weil genau den haben wir gesucht. Das werde ich tun. Okay. Und dann... Hallo, möchtet ihr etwas essen? Oder führen euch andere Gründe her? Was für andere Gründe? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Ist hier was Interessantes passiert? Die Jungs kämpfen miteinander. Andere wetten auf den Sieger. Manchmal verprügeln sie Besucher. Das ist alles sehr, sehr langweilig. Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. Alter. Du kommst auch nichts Besonderes von mir. Hat er was zu sagen? Schau an. Schwerter auf dem Rücken, weißes Haar. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Nein, ich bin immer noch dabei. Wie ich höre, suchen die jemanden wie euch. Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Was hat es mit diesen Wetten auf sich? Unterhaltung für die kleinen Leute. 2 harte Burschen kämpfen und wir wetten darauf, wer gewinnt. Und was springt für diese armen Irren dabei raus? Gold. Die Zuschauer lachen sich ins Fäustchen, während die Jungs Dampf ablassen. Und wenn was schief geht, kriegen die Hunde was zu fressen. Sind Zimmer frei? 5 Orens. Okay, ich passe erst mal. Ich passe. Wie ihr wollt. Ade. Gut, mehr spielen will ich nicht. Das werde ich tun. Munro war da. Ja, mit dem werde ich gleich mal reden. Ist hier hinten noch irgendwo was? Fettfried! Kämpft ihr oder seht ihr zu? Schau an, ein Hexer. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant.
Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Ich bin dabei. So, Fettfried, jetzt gib's auf die Fresse. Ihr Dreckskerl! Wer will einer aufs Maul? Okay. Ah. Ihr habt gewonnen. Wo ist meine Belohnung? Wählt. 2 Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu, ein Ring oder Bargeld. Ich nehme das Gold. Ich nehme das Gold. 100 Orens. Wer noch mal? Keine Herausforderer? Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Okay, was hast du jetzt? Mundro Varda. Geralt, es ist Ewigkeiten her. Ich glaubte Soltan nicht, als er sagte, ihr wäret wieder da. Ich bin es, Munro, Verbannte. Der Krieg, ihr, Soltan und ich halfen ihnen. Das müsst ihr doch noch wissen. Der Krieg. Oh, alter Schwede, ey. Wie ist das Leben so? Kann nicht klagen. Ich habe einen guten, ruhigen Job als Rausschmeißer. Das ist ruhig? Die Gäste machen alles unter sich aus. Es ist ein ruhiger Ort. Kein Vogel scheißt in sein eigenes Nest. Spielt hier jemand Würfel? Ich würde sagen, ich spiele professionell. Lust auf ein Spiel? Nichts für ungut, aber ich spiele nur mit Profis. Spielt mit Carmen im Bordell gegenüber. Und ihr könnt mit Soltan üben. Bleibt stehen! Okay. Meine Eier jucken. Dann wasch sie. Wie geht's? Wie steht's, Geralt? Okay. Wir sehen uns später. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Mal sehen, hast du was zu sagen? Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Okay. Hast du noch was zu sagen? Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Ist das Spielen denn einträglich für euch? Kommt drauf an, gegen wen und wo man spielt. Wo lohnt es sich denn zu spielen? Falls euer Geldsäckel prall gefüllt ist, im wohlhabenden Teil der Stadt. Hier bekommt ihr eher eine Klinge in den Leib als einen anständigen Preis. Ja, dann wollen wir mal würfeln. Das ist ein Pärchen. Oh, er hat 2 Pärchen. Dann noch mal. So, hä? Achso, ich hätte erst noch andere Würfel wegnehmen sollen, oder was? Nochmal eine Runde. Genug Gold habe ich ja. Oh, was haben wir? Ein Drilling. Wir erhöhen. Und würfeln für die beiden nochmal neu. Feeling, nice.
Sehr schön. Das wiederholen wir nochmal. Zwei Pärchen. Und wir erhöhen. Und nimm noch den. Da kriegen wir ein Full House. Nö. Wow. Er hat ein Full House bekommen. Heftig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Dann reden wir nochmal mit Carmen. Und würfeln auch nochmal mit der, damit wir das dann vielleicht bei ihr erhöhen können. Da ist er ja. Es regnet und es schüttet. Ja. Wollt ihr euch ein wenig entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig. Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Plaudern wir. Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne. Süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben, aber ohne Birne zu sagen. Ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reifes Früchtchen, wenn ich eins sehe. Ein Süßholzraspler. Wenn das Gespräch so weitergeht, will ich von dieser Frucht kosten. Oh Gott. So. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Ein paar Männer machen meinen Mädchen Ärger. Kümmert euch darum und wir belohnen euch. Großzügig. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo kann ich sie finden? Ich kenne drei Plätze, die sie nachts frequentieren. Markiert sie auf meiner Karte. Okay. Schön, euch zu sehen. Arbeiten viele Mädchen wie ihr in Vizima? Sehr viele, aber ich bin die Hübscheste. Zweifellos. Schön, euch zu sehen. Habt ihr etwas Ungewöhnliches als Unterhaltung zu bieten? Manche Kunden würfeln dabei gleichzeitig gern. Interessiert? Vielleicht irgendwann einmal. Schön, euch zu sehen. Okay. Hat sich die Lage beruhigt? Noch nicht. Versucht es weiter. In Ordnung. Schön, euch zu sehen. Dann würfeln wir nochmal. So, was haben wir, was haben wir? Wir haben ein Pärchen. Oha, ja, Drilling. Wir erhöhen weiter. Der kommt weg. Der kommt weg und der kommt weg. Und... auch ein Drilling. Ja! Das war doch geschummelt. Ach, zwei Pärchen. Auch zwei Pärchen. Nee, ein Pärchen. Boah, Full House, nice. Sehr schön. Und jetzt die nächste Runde. Eins, zwei, drei. Ich brauche noch eine vier. Aber ne, ich versuche mein Glück mit Pärchen.
oder mit einem Drilling. Meins. Nice. Jetzt kann ich gleich mit dem anderen Typen reden. Sehr schön. So, hat sie jetzt noch was zu sagen? Schön, euch zu sehen. Ah, oh, nee, gut. Adieu. Aber gut. Das war's dann erstmal mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir dann wieder in die Taverne gehen, mit dem anderen Typen würfeln, um zu schauen, ob der noch was zu sagen hat und uns um diese Schlägertypen kümmern. Naja, das war's dann auch für diese Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, Leute.